Ich rufe auf Punkt 71, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend eine Aktuelle Stunde. Reaktivierung der Kurhessenbahn bringt Pendler schneller ans Ziel und Touristen umweltfreundlich in den Kellerwald. 19/24/48. Das Wort hat die Frau Abg. Karin Müller, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben hier im Landtag die Geschichte der Kurhessenbahn lange begleitet. Deswegen wollen wir auch heute hier den Fortgang der Erfolgsgeschichte mit einer Aktuellen Stunde würdigen. Im Jahr 2008 hat der Landtag hier die Reaktivierung der Strecke Frankenberg-Korbach beschlossen. Der damalige Ministerpräsident hatte der Region einen Bahnanschluss versprochen. Das Nationalparkzentrum Kellerwald ist damals extra dorthin gebaut worden. Für uns hätte die Reaktivierung auch schneller vorangehen können. Aber das ist jetzt Geschichte, und wir setzen darauf, dass irgendwann alle sagen, wir waren schon immer dafür, und die Reaktivierung war ein großer Erfolg für die Region und für das ganze Land Hessen. Wir freuen uns darüber, dass vor knapp zwei Wochen die Strecke Frankenbach-Korbach eröffnet wurde und damit Pendler schneller an ihr Ziel kommen und Touristen umweltfreundlich in den Kellerwald und in das Nationalparkzentrum. Selbst ein amerikanischer Konsul war bei der Eröffnung zugegen, der extra wegen des Nationalparks Kellerwald nach Nordhessen gekommen war. Aber nicht nur für die Region Nordhessen ist die Eröffnung ein Gewinn, sondern auch die Reisezeit nach Südhessen wird kürzer. Jetzt können die Südhessen entspannt im schönen Nordhessen Urlaub machen, im Winter zum Skilaufen nach Willingen kommen, und das alles umweltfreundlich auf einer der schönsten Bahnstrecken in ganz Hessen. Also nicht nur aus verkehrspolitischer, sondern auch touristischer Sicht ist diese Streckeneröffnung ein Gewinn. Und der Tourismus in Hessen nimmt ja noch weiter dazu. Und jetzt kann man umweltfreundlich an dieses schöne Ziel kommen. Also werden noch mehr Touristinnen und Touristen nach Hessen kommen und sich den Nationalpark Kellerwald ansehen. Und der Tourismus wird noch weiter zunehmen, wenn wir es schaffen, dass die Strecke in das Fahrziel Natur aufgenommen wird, dass die Bahn zusammen mit BUND, NABU und dem VCD vorantreibt und damit die schönsten Strecken in ihr Programm aufnimmt, die ein herausragendes Naturerlebnis sind. Und das kann man für die Strecke behaupten. Wer sie noch nicht gefahren ist, sollte das unbedingt einmal tun. Da kann man völlig entspannt mal die Debatten hier im Landtag vergessen, und aller Ärger rückt in den Hintergrund. Genau. Also Nordhessen ist gut. Nach Nordhessen, die Lage ist gut. Das gilt hier uneingeschränkt. Und wenn jetzt noch mehr Menschen davon wissen, die das geschaffene Angebot nutzen, wird die Lage immer besser. Also, die 16,7 Millionen € Landesförderung sind gut angelegtes Geld. Und damit die Erfolgsgeschichte weitergeht, müssen wir jetzt auch immer noch weiter daran arbeiten, dass die Fahrzeiten noch weiter verkürzt werden, dass die Bahnübergänge reduziert werden, dass moderne Streckentechnik eingesetzt wird und dass Kreuzungsmöglichkeiten geschaffen werden. Und auch das Und auch am Thema Barrierefreiheit können wir noch weiter arbeiten, dass die neueren Züge eingesetzt werden und nicht die alten, und die Menschen auch barrierefrei in den Kellerwald kommen. Und wenn das Angebot angenommen wird, wovon wir ausgehen, ich habe gehört von einem Empiriker, Herrn May, dass die Züge jetzt voll sind, und wenn das so weitergeht, können vielleicht auch die Taktzeiten noch von 2 Stunden auf 1 Stunde verkürzt werden und die Erfolgsgeschichte der Edertalbahn weiter fortgesetzt werden. Jetzt freuen wir uns erst einmal über die Reaktivierung der Strecke, eine Erfolgsgeschichte für ganz Hessen, die fortgeschrieben werden muss. Und wir wünschen uns, dass es nicht die letzte Streckenreaktivierung hier in Hessen ist, sondern dass bei einer positiven Wirtschaftlichkeit und wenn die Region es will, auch weitere Strecken reaktiviert werden können. Also lassen Sie uns eine große Erfolgsgeschichte daraus machen und den Teil der schlechten Zeiten seit 1987 vergessen. Wir wünschen der Kurhessenbahn bzw. Edertalbahn viele Fahrgäste und der Region viele Besucherinnen und Besucher. Vielen Dank. Als Nächstes hat das Wort Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Wiedereröffnung der Kurhessenbahn ist für die Region Waldeck-Frankenberg, aber auch darüber hinaus ein echter Fortschritt und natürlich nur zu begrüßen. Das zeigt, dass entgegen des Trends der Streckenschließungen der vergangenen Jahrzehnte Wiedereröffnungen von Bahnstrecken eben durchaus möglich sind. Die Region um Korbach und Bad Arolsen hat nun auch wieder einen Anschluss Richtung Marburg und Rhein-Main. Zum unzweifelhaften Nutzen dieses Lückenschlusses wurde einiges gesagt, schon von der Kollegin Müller. Es ist eine sinnvolle Erschließung für 50.000 Menschen im Einzugsbereich und damit auch eine Stärkung der Attraktivität des ländlichen Raums. Und er erschließt auch touristische Regionen, allen voran den Nationalpark Kellerwald-Edersee. Herzhausen, der Standort des Nationalpark-Besucherzentrums, war zuvor am Wochenende nur per Anruf-Sammeltaxi erreichbar. Zum Beispiel. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil ich dort einmal im nordhessischen Regen gestrandet bin bei der Wanderung auf dem Urwaldsteig, was an dem Tag dann eher ein Regenwald war. Von daher freue ich mich, dass, wenn man da in Zukunft hinkommt, man eben auch eine Verkehrsanbindung hat und man auch mit größerem Reisegepäck oder auch mit dem Fahrrad dann eben dorthin, aber auch wieder wegkommen kann, meine Damen und Herren. Schön ist in dieser Hinsicht auch, dass die CDU endlich zur Einsicht gekommen ist, dass die Reaktivierung der Edertalbahn sinnvoll und notwendig ist. Das sah man ja in ihren Reihen doch lange Zeit anders. Die CDU-Fraktion im Kreistag von Waldeck-Frankenberg hat ja 2012 noch als einzige Fraktion dagegen gestimmt. Und ich erinnere mich auch, dass die CDU im Landtag hier in der Vergangenheit immer wieder dagegen gestimmt hat, diese Strecke wieder herzurichten. Insofern ist es wirklich erfreulich, dass Sie sich das anders überlegt haben. Und ich sage an der Stelle, vielleicht behält mein Kollege Willy van Ooyen doch recht, wer mit seinem Glauben an die Lernfähigkeit aller Menschen. Also von daher freue ich mich sehr, dass Sie da doch nicht so beratungsresistent waren. Aber, meine Damen und Herren, eine Kurhessenbahn macht noch keine Verkehrswende. Wir hoffen, dass dem Beispiel der Kurhessenbahn und anderer Erfolgsgeschichten wie die Taunusbahn oder die Stichstrecke nach Funkstadt nun weitere folgen werden. Hessenweit gibt es ja nun einmal genug stillgelegte Bahnstrecken, deren Trassen noch erhalten sind und die reaktiviert werden könnten. Im Sinne einer Verkehrswende müssen wir das machen, wenn wir eine echte Flächenbahn erreichen wollen. Ich will nur mal ein paar Beispiele nennen. Das ist die Ahrtalbahn von Wiesbaden nach Bad Schwalbach. Die ist bereits in der Diskussion. Und ich sage mal, mit einer vernünftigen Stadtbahn in Wiesbaden ein solches Projekt zu verbinden, wäre, glaube ich, wirklich sinnvoll. Wir haben im Kreis Gießen die Lumdatalbahn. Wir haben die seit 2003 stillgelegte Strecke von Hungen nach Wölfersheim, aber auch die Überwaldbahn zwischen Mörlenbach und Waldmichelbach im Odenwald, die heute von Tresinen, sagen wir mal, warm gehalten wird. Auch hier könnte diese Bahnstrecke wieder echte Verkehrsdienste erbringen. Das sind einige Beispiele für Bahnlinien, die es in Hessen einmal gab und die es auch wieder geben könnte. Hessen braucht die Verkehrswende sowohl im ländlichen Raum als auch im Ballungsgebiet Rhein-Main. Der ÖPNV wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer weiter ausgedünnt. Und wir haben Gegenden in Hessen, wo es einfach gar keine Möglichkeit gibt, ohne eigenes Auto noch von Ort zu Ort zu gelangen. Und dass hier Luft nach oben ist, das zeigt zum einen ein historischer Vergleich, wenn man sich einmal anschaut, wie groß das Bahnnetz war früher in Hessen, bevor so viele Strecken stillgelegt wurden. Man kann aber auch ein Beispiel aus der Gegenwart nehmen und das hessische Streckennetz einmal vergleichen mit der Schweiz, was eine ähnliche Einwohnerzahl hat wie Hessen und eine ähnliche große besiedelte Fläche. Das Eisenbahnnetz der Schweiz ist doppelt so groß wie das hessische, übrigens zu 100% elektrifiziert. Und die Schweizerinnen und Schweizer legen dreimal so viele Bahnkilometer zurück als die Hessinnen und Hessen, was übrigens auch daran liegen könnte, dass die Schweizer Bahntickets und vor allem die Rabattbahncards deutlich billiger sind als hier. Meine Damen und Herren, die Reaktivierung der Kurhessenbahn ist richtig. Sie kann aber nur der Anfang sein, denn ohne weitere Reaktivierung von Bahnstrecken wird die Verkehrswende in Hessen nicht gelingen. Da gibt es eine ganze Menge sinnvolle Neubauten, über die wir ja auch hier immer wieder diskutieren.
Wir fordern weiterhin, dass sich der Bund, was richtig ist, dass sich Hessen beim Bund weiterhin für höhere Mittel, also für höhere Regionalisierungsmittel zur Finanzierung des ÖPNV einsetzt. Ja, das ist richtig. Aber Hessen sollte endlich auch eigene Landesmittel einsetzen, wie die GRÜNEN das in ihrem Wahlprogramm gefordert haben. Deshalb, ich komme zum Schluss. Die Verkehrswende braucht mehr Bahn, weil das das umweltfreundlichste Verkehrsmittel ist. Und deswegen, Herr Minister, das war ein richtiger, ein wichtiger, guter erster Schritt, den wir begrüßen. Aber dem müssen eben auch weitere folgen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren, schlechte Zeiten, ja, die hat es gegeben bei dem Projekt Kurhessenbahn. Ich kann mich daran erinnern, dass ich 2008 hier in den Hessischen Landtag eingezogen bin. Und einer der ersten Projekte, mit denen ich mich auseinandersetzen durfte, war die Kurhessenbahn. Und, meine Damen und Herren, wir haben hier auch im Landtag das Thema oft rauf und runter diskutiert. Und dann an der Stelle darf man schon einmal sagen, Frau Müller, ja, da hat es schlechte Zeiten gegeben. Es hat vor allen Dingen einen Abriss in der Kommunikation gegeben unter dem damaligen Verkehrsminister Riel, der dort quasi die Gesprächsfaden mit der Deutschen Bahn hat abreißen lassen. Und das sei an der Stelle auch gesagt. Es waren vor Ort vor allen Dingen die GRÜNEN, die immer noch an das Projekt geglaubt haben und auch sich immer da öffentlich auch zu bekannt haben. Meine Damen und Herren, das war nicht bei allen Kommunalpolitikern so. Und auch, es gibt auch den einen oder anderen Kommunalpolitiker, der dem Projekt eher Steine in den Weg gelegt hat, als er dem geholfen hätte. Aber es war am Ende, meine Damen und Herren, wenn wir dann zurückblicken, ein Verkehrsminister hier in Hessen, der gesagt hat, ich packe das an, ich nehme den Gesprächsfaden wieder auf, der diese Bahn wieder auf die Schiene gesetzt hat. Und das war niemand anders als Dieter Posch, meine Damen und Herren. Das bei der Aktuellen Stunde würde zur Redlichkeit dazugehören, dass man das auch einmal erwähnt, dass Dieter Posch bei der Eröffnung keine Einladung hatte. Zunächst ist wahrscheinlich nur ein Versehen gewesen. Aber das sind sicherlich Kleinigkeiten. Meine Damen und Herren, wenn wir über die Kurhessenbahn reden, dann reden wir über eine der wichtigsten oder die wichtigste Destination touristischer Art für uns in Hessen. Und das ist die Region um Willingen und die Region am Edersee. Und wenn wir sagen, es ist eine Chance einmal für die Pendler, aber eben auch für Tourismus, denn das war einer der Kernforderungen, die wir immer aufgestellt haben, müssen wir natürlich sagen, es wird auch Konflikte geben. Und auch da wird sich dann Wirtschaftspolitik auch mit auseinandersetzen müssen. Denn es sind vor allen Dingen auch Menschen, die Natur erleben wollen. Und das funktioniert heute auf einer sehr modernen Art. Und da sind diese Menschen eben auch in einem Kellerwald unterwegs. Und unter Umständen sind sie auch mit Fahrrädern dort unterwegs. Und das ist eben nicht immer alles nur beschaulich, sondern sie machen auch Freizeitsport dort. Und, meine Damen und Herren, über diese Konflikte müssen wir uns im Klaren sein und uns auch darauf einstellen. Die Pendler habe ich angesprochen. Ja, Schiene gehört für den ländlichen Raum zur Infrastruktur, öffentliche Infrastruktur. Sie kann dazu dienen, wirklich Andienungen an den ländlichen Raum, an die Ballungsräume zu erhalten. Meine Damen und Herren, da gehört aber auch daneben dem Breitband eben auch die Straße dazu. Auch das gehört vor allen Dingen für den ländlichen Raum zur öffentlichen Infrastruktur. Und wenn wir auch einen Erfolg haben bei der Kurhessenbahn, dass die Deutsche Bahn sich dort wieder beteiligt hat, hat es aber auch eine grundsätzliche Frage, wo ich vielleicht eine Antwort hier von dem hessischen Verkehrsminister heute dazu höre. Gerade diese kleineren Strecken wären ohne die Privatisierung der Bahn heute undenkbar. Die Deutsche Bahn konzentriert sich auf ihr Kerngeschäft. Das ist der Personenverkehr, das ist der Güterverkehr, aber vor allen Dingen dann, wenn sie wettbewerbsfähig sind, auf den großen internationalen und nationalen Strecken. Meine Damen und Herren, die kleinen Strecken hat die Bahn sehr vernachlässigt. Erst durch eine klare Trennung von Schiene und Betrieb ist eine Privatisierung überhaupt möglich. Und für solche Strecken, wie das bei der Kurhessenbahn ist, muss man sich darüber im Klaren sein,
dass, wenn wir solche Strecken aktivieren wollen, wir auch vor allen Dingen über Wettbewerber der Bahn nachdenken müssen. Denn dazu hat es erst gebracht, die Bahn darüber nachzudenken, ob sie nicht selber in das Projekt Kurhessenbahn wieder einsteigt. Das sind Dinge, die die Bahn attraktiv halten, vernünftige Produkte mit vernünftigen Linien zu preisen, die die Menschen dann auch akzeptieren. Meine Damen und Herren, die Kurhessenbahn, ich kann nur sagen, sie wird ein Erfolg. Geben wir ihr noch ein bisschen mehr Zeit. Ich glaube, die Menschen werden diese Bahn sehr, sehr gerne annehmen. Und dann ist das ein Gewinn für alle Menschen dort oben in Nordhessen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Caspar, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die CDU-geführten Landesregierungen der letzten Jahre haben sich immer sehr dafür eingesetzt, dass die Region Nordhessen sich positiv entwickelt. Und wie Sie wissen, ist es ja auch so, dass es immer wieder Jahre gibt, in denen das Wirtschaftswachstum in Nordhessen stärker ist als beispielsweise das Wirtschaftswachstum im Rhein-Main-Gebiet, woran man sehen kann, dass diese Politik der Stärkung Nordhessens richtig und sinnvoll war. Meine Damen und Herren, eine dieser Maßnahmen ist natürlich auch, Nordhessen auch für den Tourismus attraktiver zu machen. Und auch hier ist die Politik in Hessen sehr erfolgreich vorangeschritten. Ich erinnere daran, dass dort im Naturpark Kellerwald-Edersee auch der Nationalpark Kellerwald-Edersee eingerichtet wurde. Das, glaube ich, eine wichtige und gute Entscheidung, um den Menschen in Deutschland und darüber hinaus zu vermitteln, welche attraktive Region wir dort haben. Und wenn das so ist, ist es natürlich auch sinnvoll, zu schauen, wie können wir die Infrastruktur in diesem Bereich ausbauen und verbessern. Und mit der Einweihung der Kurhessenbahn besteht natürlich die Hoffnung, dass die Menschen das auch annehmen und dass es auch Sinn macht, wirtschaftlich, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Es wurden seitens des Landes alleine etwa 25 Millionen € investiert, sowohl in die Bahnstrecke als auch in den Bahnhof, in die entsprechenden Parkmöglichkeiten, um auch Umstiege zu ermöglichen. Also sehr positive Effekte für die Region. Was wir natürlich heute nicht sagen können, in welchem Umfang, in welchem Maße wird das von den Menschen angenommen. Die Strecke ist erst seit 11. September in Betrieb. Aber das wird man abwarten. Wir leisten ja auch durch die heutige Stunde einen Beitrag dazu, um zu verdeutlichen, dass es dieses Angebot gibt und hoffen, dass die Menschen es eben auch annehmen. Aber Ihre Idee, Frau Wissler, dass man nun jetzt alle Strecken, die es irgendwann einmal als Bahnstrecken gab, einfach wiederbeleben muss, Frau Wissler ist jetzt gar nicht mehr im Raum, aber sie wird es ja vielleicht nachlesen können oder hören. Sie hat ja vorhin dazu gesprochen. Vielleicht will sie sich aber auch noch einmal kundig machen hinsichtlich der Dinge, die sie hier gesagt hat. Denn dann würde sie z. B. wissen, dass, wenn sie die Strecke im Odenwald anregt, die wieder zu beleben, dass es sich dabei um eine Strecke handelt, die 11 Kilometer hat, die momentan 2 Bahnhöfe hat. Die Bahnhöfe liegen aber außerhalb der Ortschaften. Und die Alternative zu dieser Bahnstrecke momentan eine Busstrecke ist, die in diese 11 Kilometer fährt, aber direkt durch die Ortschaften und insoweit die Menschen eine bessere Möglichkeit haben, den ÖPNV zu benutzen an dieser Stelle in Form des Busses, der zudem auch noch auf der Strecke insgesamt 11 Haltestellen hat. Also insoweit muss man sich schon mit den Dingen im Detail beschäftigen. Das, was dort momentan geregelt wird durch den Bus, ist für die Menschen besser,
als wenn man die alte Bahnstrecke mit den zwei Bahnhöfen außerhalb wieder aktivieren würde. Also insoweit muss man sich, glaube ich, schon ein bisschen mit den Details beschäftigen, bevor man sich hier vorne hinstellt und solche Dinge in den Raum wirft. Aber vielleicht sitzt sie ja jetzt in ihrem Zimmer und beschäftigt sich damit. Es wäre allerdings besser gewesen, vor der Rede sich damit zu beschäftigen. Meine Damen und Herren, wir begrüßen es, dass der Betrieb der Kurhessenbahn jetzt in der Form möglich ist, und hoffen, dass es auch ein Erfolg wird. Wir warten das ab, und wir wünschen der Region diesen Erfolg. Vielen Dank. – Als Nächstes spricht Kollegin Sommer, SPD-Fraktion. Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren! Von der Aktuellen Stunde zur Fraport am Flughafen, wo sich Minister Al-Wazir nicht blicken lassen wird, kommen wir zur Aktuellen Stunde zur Bahnreaktivierung Frankenberg-Korbach, wo an den Tischen unter den Festgästen zur Eröffnung auffiel, dass die CDU-Abgeordneten mit Abwesenheit glänzten. Man munkelte, dass sie ihre Kritik an der Reaktivierung damit zum Ausdruck bringen wollten. Oder wie zwei Frankenberger CDU-Kommunalpolitiker sagten, wir sind mit dem Auto gekommen und nicht mit der Bahn gefahren, um die Reaktivierung zu boykottieren. Seit September 2015 hat die Kurhessenbahn die Strecke Frankenberg-Korbach wieder geöffnet. Im Zwei-Stunden-Takt fährt sie jetzt, bringt die Menschen vom Mittelzentrum A nach B. Und das seither mit guter Frequentierung. Und das kann ich sagen, da ich ganz oft vor der Bahnschranke stehe und beobachte, dass die zwei Waggons gefüllt sind. Herr Caspar, ich freue mich, dass Sie Ihre Meinung geändert haben. Ich möchte aber noch einmal an vergangene Jahre erinnern. Dank sei dem Beschluss auf Antrag der GRÜNEN vom 25.09.2008 im Hessischen Landtag mit den Stimmen von Grünen, SPD, Linken und der FDP. Janine Wissler hatte eben schon darauf hingewiesen. Und wir können an der Abwesenheit der CDU an der Eröffnungsfeier sehen, Herr Hahn sagte vorhin, das sind solche Symboltermine, ist es nicht wirklich Ihr Lieblingsprojekt. Die CDU-Kreistagsfraktion lehnte, wie die hessische CDU im Landtag, den Antrag auf Umsetzung des Lückenschlusses in 2011 ab und machte aus ihrer Abneigung auch keinen Hehl, auch nicht im Wahlkampf, den die CDU kürzlich verlor, also den Landratswahlkampf wohl bemerkt. Ich zitiere aus einer Pressemitteilung der CDU, der örtlichen CDU. Unsere Position ist bekannt. Wir lehnen die Inbetriebnahme der Bahnstrecke ab. Wir fordern den Landkreis auf, seine Energie nicht auf verkehrspolitische Wunschträume zu konzentrieren. Es heißt weiter, die Pläne zur Inbetriebnahme sind alter Wein in neuen Schläuchen. Und da kann ich der CDU allerdings recht geben. Ich möchte diesbezüglich von dem Kreisparteitag zitieren. Wir benötigen den Lückenschluss für die Weiterentwicklung unseres Landkreises, insbesondere im südlichen Bereich. Und jetzt raten Sie einmal, wo und von wem das geäußert wurde. Das ist ein Zitat von der Rede 2006 auf dem Kreisparteitag der CDU. Sie hören richtig, der CDU. Und alle waren für diese Bahnreaktivierung und machten dies 2006 vor dem Kreistag, vor der Kreistagswahl zum Programm. Um ein umfassendes Angebot im öffentlichen Nahverkehr aus Schiene, Bus und alternativen Beförderungssystemen neben dem Straßennetz zu gewährleisten. Unverkennbar ist also, dass die CDU erst mit Landrat Dr. Kubert und unter rot-grüner Mehrheit im Kreis die Bahn bekämpft. Ein guter ÖPNV, und das gerade im ländlichen Gebiet, ist äußerst wichtig, damit junge sowie ältere Menschen langfristig mobil bleiben können. Und entgegen der Stimmen von der CDU vor Ort ist es nicht unwirtschaftlich, sondern nachhaltiger und günstiger, die Bahn zu betreiben, als sie stillzulegen. Ohne eine Reaktivierung gäbe es keine Neugestaltung der Bahnanlagen,
Erst mit der Reaktivierung wurden und werden diese finanziell von der Kurhessenbahn gefördert. Und die Stilllegung der Bahnstrecke und ein Brachliegen derselben hat den Kreis seit 2006 aufgrund von Vertragsverpflichtungen 800.000 € pro Jahr gekostet. Hinzu kommt dann noch die Verkehrsversicherungspflicht von 200.000 Euro jährlich. Hätte man die Bahnstrecke schon vor Jahren reaktiviert, hätte man hier viel Geld sparen können. Insgesamt ist die Reaktivierung der Bahnstrecke eine Investition der Zukunft für den Landkreis und für die Menschen, die dort leben. Und da sind wir uns mit dem kleineren Partner der Koalition, mit Bündnis 90 die Grünen, heute scheinbar einiger, als Sie es mit Ihrem großen Partner der CDU sind. Ich danke Bündnis der Grünen, dass Sie die Reaktivierung zum Thema gemacht haben und wir noch einmal klarstellen konnten, wer sich für die Reaktivierung stark gemacht hat und wer eben nicht. Wir stehen zu diesem quasi rot-grünen Projekt und der damit verbesserten Anbindung und wünschen uns, dass die Mobilität per Schiene von jungen sowie von älteren Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von den Touristen rege genutzt wird. – Herzlichen Dank. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Staatsminister Al-Wazir. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es gibt ein wunderbares Sprichwort. Der Erfolg hat viele Väter und Mütter, der Misserfolg ist ein Waisenkind. Ich will jetzt einmal alle heftigen Debatten der Vergangenheit, wo alle ihre Rollen hatten, beiseite lassen und einfach nur sagen, 1987 ist diese Strecke stillgelegt worden. Und es gab eine lange Debatte über die Frage, ob das nicht ein Fehler war. Und wenn man einmal überlegt, dass ja inzwischen der Edersee, das Upland, der Nationalpark Kellerwald erheblich auch an touristischer Attraktivität und Bedeutung gewonnen haben, dann gab es eine Debatte, ob es nicht gelingen kann, sozusagen diese Strecke zu reaktivieren. Ich bin einfach froh, dass das gelungen ist und dass die Kurhessenbahn zwischen Korbach und Frankenberg seit dem 11. September wieder fährt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Land Hessen hat dafür ziemlich viel Geld investiert, über 16 Millionen €. Und wenn man hinzuzählt, was in die Modernisierung des Bahnhofs Frankenberg und des Umfelds des Bahnhofs Frankenberg geflossen ist, ich kann allen nur einmal raten, sich das anzuschauen. Das ist ein wirkliches Schmuckstück geworden, bis auf das eigentliche Bahnhofsgebäude. Aber das ist dann nächstes Jahr dran, Herr Kollege Frömmrich. Dann ist klar, dass damit auch Investitionen in der Region angestoßen worden sind. Und ich bin einfach überzeugt davon, dass das auch seinen Teil zur Attraktivität des Schienenverkehrs beitragen will. Weil natürlich, Herr Kollege Lenders, natürlich gehört das Auto zur Mobilität im ländlichen Raum. Ja, klar. Aber es gehört eben auch der Schienenverkehr dazu. Und es gehört sozusagen innerhalb von Frankenberg oder Korbach auch das Zu-Fuß-Gehen dazu. Und es gehört vielleicht auch das Fahrradfahren dazu. Und wenn man am Ende sozusagen das Fahrrad mit in die Kurhessenbahn nehmen kann, dann haben Sie ein klassisches Beispiel von Intermodalität. Dazu brauchen Sie aber das Angebot auf der Schiene. Und ich will ausdrücklich sagen, wir müssen Angebote schaffen, und das sage ich noch einmal in Richtung der passionierten Autofahrerinnen und Autofahrer unter uns. Jeder, der in der Bahn sitzt, steht nicht auf der Straße und ermöglicht Ihnen dann, dass Sie da überhaupt noch fahren können, Herr Kollege Lenders. Und ich will ausdrücklich noch einmal sagen, genau das ist Zeichen für das mobile Hessen 2020. Und wenn man sich das insgesamt. Herr Staatsminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Kollegen Lenders? Nein, danach will er ja noch, danach bin ich über die Zeit, deswegen lieber nicht, Frau Präsidentin. Deswegen noch einmal ein Punkt, der mir wichtig ist. Wenn man sich die Schieneninfrastruktur in Nordhessen insgesamt anschaut und sich anschaut, dass bei der Kurhessenbahn ja in den letzten Jahren immer mehr reaktiviert worden ist und das jetzt sozusagen der letzte Lückenschluss war,
dann ist klar, dass wir in diesem Bereich jetzt ein attraktives Angebot auf der Schiene haben, so ähnlich wie die Regiotram in und um Kassel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, also schieneninfrastrukturmäßig ist in Nordhessen jetzt sind die größten Probleme gelöst. Im Rhein-Main-Gebiet arbeiten wir noch dran, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will ausdrücklich sagen, ist angesprochen worden, die neue Bahnlinie bietet alle 2 Stunden durchgehende Fahrten. Es wird auch darauf ankommen, wie sie jetzt angenommen wird, ob wir noch einmal zu zusätzlichen Investitionen, die wohl nötig wären, greifen können, um dort auch den Stundentakt anzubieten, den es jetzt übrigens zwischen Frankenberg und Marburg gibt. Es gibt neue Direktverbindungen in der Region. Das bedeutet z.B. mit Umsteigemöglichkeiten in Marburg Richtung Gießen und Frankfurt, in Korbach nach Bad Arolsen, Wolfhagen und Kassel und natürlich in Richtung Brilon-Wald in Richtung Dortmund. Das bedeutet, dass wir eine attraktive Verbindung der Region haben in die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main im Süden und in die Metropolregion Rhein-Ruhr im Norden. Ich glaube, dass das auch seine Auswirkungen haben wird auf die touristische Attraktivität der Region, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und natürlich geht es auch um sinnvolle Verknüpfungen zu anderen Verkehrsträgern, Herr Kollege Lenders. Park and Ride, Bike and Ride, Bus and Ride, Kiss and Ride für die Nicht-Verkehrspolitiker. Da sind sozusagen Orte, wo man Menschen aussteigen lassen und freundlich verabschieden kann. Mit der neuen Verbindung kommen Berufspendler schneller ans Ziel. Wir haben ja einen Berufspendler Korbach-Wiesbaden, der das auch schon rege nutzt. Aber ich weiß, dass es mehr Leute gibt aus der Region, die im Rhein-Main-Gebiet arbeiten, als man so denkt. Und dementsprechend Herr Staatsminister, ich darauf hinweisen, dass Ihre Befürchtung gerade eintritt. Setzen wir Sie darauf, haben die Redezeit Frau Präsidentin, deswegen setzen wir darauf, dass auch da nicht nur Pendlerinnen und Pendler, sondern eben auch der Fremdenverkehr davon profitiert. Wir arbeiten daran, dass die Bahn das in das Fahrziel Natur aufnimmt. Am Nationalparkbahnhof Vöhl-Herzhausen gibt es Busanschlüsse zur Edersee-Sperrmauer in den Nationalpark Kellerwald-Edersee. Insofern ist die Strecke ein Gewinn, nicht nur für die Region, sondern für ganz Hessen. Ich hoffe einfach, dass das in ein paar Jahren, so ähnlich wie jetzt beim Nationalpark, alle sagen, und das sage ich Ihnen dann auch, das sei Ihnen gegönnt, dass Sie immer schon dafür waren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank. Damit ist die Aktuelle Stunde zu Tagesordnungspunkt 71, Drucksache 19/2448 aus 19 abgehalten.